Aber damit hast du ja aufgeräumt. Hör auf, und zwar sofort. Was machen die Geister hier? Weißt du denn gar nichts? Die Geister werden von Kyros Magie angezogen und fliegen von einer... Wie fliegen von einer Leiche. Diese ganze Region ist gepestet, verpestet mit dem Gestank des Oberherrn. Nirgendwo gibt es mehr als um diesen Windfall herum. Hüte dich vor ihren Clown-Schicksalsbinder. Das heißt, wenn die Geister einen einmal gepackt haben, lassen sie nie wieder los. Wie gelange ich nach Wachplatz hinein? Du könntest dich gegen den Windfall werfen, mach ein paar Schritte hinein und findest heraus, wie lange es dauert, bis der Wind Haut, Fleisch und Organe von deinem Skelett abreißt. Ich würde lieb gerne noch plaudern. Aber es ist an der Zeit, dass ich meinem Vorgesetzten von deiner Anwesenheit berichte. Wir sehen uns, Schicksalsbinder. Wohinweit du mich vielleicht nicht siehst. Er taucht hinter die Zinnen und verschwindet im Dämmerdunkel des Sturms. Dieser elende, eingebildete Südländer-Mistkerl. Rativek spuckt aus. Die Ungeborenen kennen das Gebiet besser als wir und nutzen jede Gelegenheit, um uns das unter die Nase zu reiben. Was wollte der Spiel überhaupt hier? Sieh mal, da ist eine Leiche an der Wand. Die sollten wir uns näher ansehen. Ich sehe es von hier aus nicht, aber ich glaube, sie trägt die Farben der Geschmähten. Erstmal das hier plündern. Da ist ein Bronzeschwert aus dem unsichtbaren Land drin. Ist das was für dich, Beric? Nein. Amelias Kampfstandarte. Die Leiche ist schon lange hier. Der Sturm hat die Haut längst von den Knochen abgezogen. In einem der Handschuhe findest du ein Fetzen einer charakteristischen Standarte. Das ist das Familienwappen des Generals. Amelia und ihre Ehrenwachen müssen hier gewesen sein. Es kommt mir Ewigkeiten vor, dass wir auf Wachplatz zumarschiert sind. Zumindest beweist das hier, dass wir auf die richtige Fährte waren. Und so nah am Ziel, das Mädchen könnte noch immer am Leben sein dort drin. Er blickt reumütig auf den Windfall. Erzähl mir über Amelia. Sie war schon immer stur, in der Hinsicht kam sie ganz nach ihrem Vater. Außerdem verlangte sie, dass die Legion sie wie einen gewöhnlichen Soldaten behandelt, obwohl sie in Wahrheit alles andere als gewöhnlich war. Sie ist kein Archont wie Ash, sie kann hervorragend mit dem Schwert umgehen und war eine gute Kameradin. Ich habe außerhalb der Bastardstadt mit ihr einen Übungskampf ausgefochten und hätte dabei fast mein Ohr verloren. Warum glaubst du, dass sie noch am Leben ist? Ashes Schutz würde sie am Leben halten, lange nachdem alle anderen tot sind. Ihre Gefangenschaft war gewiss keine Freude, aber wir könnten ihr helfen, sie zu vergessen. Die Geschmähten sind ein zähes Volk. Ein Hammer auf den Schädel, ein Schwert in den Magen, ein Pfeil in den Rücken. Wir gehen nicht so leicht zum Boden. Wir könnten tagelang marschieren, ohne ein einziges Mal zu gehen. Ich kann wenig. Sonst mit Sicherheit sagen. Aber eines weiß ich, die Tochter von Grave Ash kann jedes Gefängnis überleben. Was sind die nächsten Schritte? Ash hat uns aufgetragen, für Ordnung in der Region zu sorgen, aber wir müssen möglichst viel über seine Tochter in Erfahrung bringen. Ich habe von einem Fort der Umgebrochenen gehört, das Dämmerwacht heißt. Einer unserer Soldaten ist dort in Gefangenschaft, etwa seit der Zeit, in der Amelias Einheit verschwunden ist. Ich hätte, dass wir mehr über ihren Aufenthaltsort erfahren, wenn wir die Verteidigung der Ungebrochenen zerschmettern. Beric hat recht, sie haben Kalias gefangen genommen. Angeblich einer der Steinschilde, die mit Amelia gereist sind. Du solltest mit Osmios in Kontakt treten, dem Kommandanten, der mit der Umgebung der Dämmerwacht betraut ist. Die Hilfe eines Schicksalsbildes würde er sicherlich zu schätzen wissen. Geh nur, ich muss zurück und Ash Bericht erstatten, Das dürfte die Laune des alten Mannes heben, was? Ja, das war's dann wohl mit dem Wachplatz fürs Erste, weil hier ist Rostturm. Peitschender Wind zerrt an dir und wir fetzen mit Steinstücken gemeinsam gegen den Staub. Gemeinsam mit Staub an dir vorbei. So.
So, das hat sich abgeschlossen. Das heißt, triff dich in Dämmerwacht mit Osprions. So, was kriegt Beric jetzt mal? Eigentlich Genauigkeit. Und hier bei den Tank-Sachen, da wir ihn tanken lassen wollen. Defensiven Nutzen von Schilden. Gestandener Veteran. Das will ich auf jeden Fall ganz durchpushen, bis ganz nach unten. Ich nehme mal Schildwall. Weil im Augenblick kann Beric zwei Feinde in Kampfbildung nehmen, damit könnte er drei in Kampfbildung nehmen. Phalanxhaltung finde ich jetzt nicht ganz so toll. Das ist nachher nice. Gehe eine Verbindung mit einem Verbündeten ein, um den Schaden zu teilen, den dieser erleidet. Das ist auch cool. Nehmen wir aber erstmal das hier. Dann wird Beric immer mehr zum Tank. Also zur unbeugsamen Festung. Hier können wir ja leider nirgends durch. Okay, das heißt, wir verlassen erstmal Wachplatz. Der Ort sieht echt unheimlich aus. Mit dem Kyros Edikt hier gewütet hat. Also sofort Dämmerwacht. Du bist erstmal nur ein Halbmondläufer. Wie du sehen kannst, ist Dämmerwacht für Leute wie uns gesperrt. Ansonsten würde ich Zufall vor dem Sturm suchen. Der Speer strengt sich an, deine Gesichtszüge einzuordnen. Dann beginnt die Erkenntnis in seinen Augen zu dämmern. Ah, der Schicksalsbitter von Tudon. Kommandant Osmius sagte mir, ich sollte nach Gesellschaft Ausschau halten, aber jemand von so hoch oben in der Nahrungskette hätte ich nicht erwartet. Er bedeutet ihm zu folgen. Gleichzeitig östlich von hier sammelt sich unsere Einheit für die Eroberung von Dämmerwacht. Mir nach. Er schaut in plötzlicher Verwirrung zum Beric hoch. Einen größeren Steinschild als dich habe ich noch nie gesehen. Wie kannst du dich in einer solchen Rüstung fortbewegen? Mit großer Anstrengung, aber ich muss mich bewegen, damit ich sie nicht einrostet. Meine Waden sind schon so dick wie Ferkel. Der Wachposten schüttelt seinen Kopf, um diese Vorstellung loszuwerden und konzentriert sich wieder auf dich. Was ist eure Aufgabe hier? Wir tun das, was wir als Kyros Eisenhower am besten können. Wir erobern das Fort und jeder, der nicht kooperiert, wird das Schwert zu spüren bekommen. Unser Kommandant hält seine Befehle gerne recht simpel. Osmios erwähnte irgendwas über einen Gefangenen aus dem Norden, der in Dämmerwacht festgehalten wird. Aber sonst kann ich dir darüber nichts sagen. Man hat mich zum Spähen eingeteilt, nicht zum Retten. Was kannst du mir über Osmios erzählen? Er ist seit der Anfangszeit des Feldzugs im unbeugsamen Land mit dabei. Kennt das Land so gut wie die Innenseite seines Helms. Das ist verdammt beeindruckend, wenn man berücksichtigt, dass wie sehr das Edikt alles durcheinander geschüttelt hat. Ich würde ihm überall hinfolgen, sogar ins Zentrum eines Sturms scheint es. Welche Geschichte steckt hinter Dämmerwacht? Die Ungeborenen haben dieses Fort schon den ganzen Krieg lang gegen Kyros Truppen verteidigt. Es mag zwar nicht viel hermachen, aber die Leute hinter diesen Mauern sind ein zäher Haufen. Ihre Moral konnte nicht mal der Sturm etwas anhaben. Ich weiß, was der Kommandant sagen würde, dass einer aus dem Süden zu dumm ist, sich den Sand aus den Augen zu wischen. Die Ungebrochenen aber haben den Sturm zu ihrem Vorteil genutzt. Naja, das muss man respektieren. Dann lass uns mal gehen.
Also ja, das ist wirklich nur ein kleines Vor. Sorry, can't. Armschäler ist adlig, okay. Gibt es vielleicht einen Hintereingang? Also ja, es ist... Okay, es ist ein etwas größeres Vor, weil hier gibt es sogar noch einen Abzweig. Und noch ein Seitentor. Und ja, ich schaue mich mal ganz kurz um. Das Gebiet sondieren, bevor ich weiter was bespreche mit Osmios. Ausfallschaden, alles. Mich wundert es, dass ich nicht verschossen werde. Aber ja, das Vor sieht doch ein bisschen... Ups. Größer aus. Sieht aber halt auch mehr wie ein Militärlager aus. So, Osmios, ist er hier oder ist das eine Sie? Der Kommandant der Geschmähten trägt seine Rüstung über beiden Schultern und macht den Eindruck, als wäre ihm das nur allzu bewusst. Osmios, 32. Legion, es ist eine Freude, dich an unserer Seite zu haben. Selbst in der Nähe von Eran der Esse brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Er schaut Beric böse an. Du steckst immer noch in der Rüstung fest, wie ich sehe. Wie geht es dir da drin, Soldat? Es ist schwierig genug, Essen in diesen sturen Eisenkübel hineinzubekommen. Außerdem habe ich im letzten Jahr ein paar hundert Kilo an Eisen und Muskelmasse zugelegt. Und ich rieche wie ein offenes Massengrab unter der Mittagssonne. Momentan aber halte ich mich ganz wacker. Er nickt Osmios zu. Wie du möglicherweise sehen kannst, ist dieses Vor... eine Nuss, die man nur schwer knacken kann. Für die Ungebrochenen kommt eine Kompensation nicht in Frage und mit unseren anfänglichen Angriffen sind wir noch nicht durchgekommen. Einer unserer Soldaten, Kanias, ist dort drin angekettet und wir werden alles für seine Befreiung tun. Er blickt sehnsüchtig in Richtung des Forts. Was hast du in Dämmerwacht zu tun? Ich erwartete, dass du zur Unterstützung der Kriegsbemühungen gekommen bist. Aber wenn es um Tullos Agenten geht, zahlt es sich nicht aus, Vermutungen anzustellen. Ash will, dass ich das Edikt der Stimme beende und seine Tochter rette. Ich habe vor, Wachplatz für die Geschmähten einzunehmen. Ich bin hier, um die Geschmähten zu helfen und die Ungebrochenen zu vernichten. Ich will das Edikt beenden. Ziele, die einer Ballade würdig sind. Es klingt, als hätte Ash den besten Teil des Krieges für dich aufgehoben. Sein Vertrauen in dich muss wohl verdient sein. Osmios nickt dir dir respektvoll zu. Tag und Nacht sind meine Truppen gegen diese Wände angerannt, aber selbst schier unermüdliche Geschmähte haben ihre Grenzen. Ich fürchte, wir sind so lange kampfunfähig, bis Ash Egide unsere Situation verbessert und unsere Wunden schließt. Du siehst doch recht vital aus. Wie wäre es, wenn du uns dabei hilfst, Kalias hinauszuschaffen und die Ungebrochenen für die Hinrichtung vorzubereiten? Ich brauche keine Hilfe von dir, ich nehme das Fort allein ein. Ich brauche Antworten, keine Leichen. Die Ungebrochenen zu töten würde mir vielleicht nicht helfen. Zurückhaltung erlebe ich nicht oft, aber so ist das eben. In diesem Fall kannst du wohl Blut vergießen, ohne darüber Schlaf zu verlieren. Bevor du dich zu sehr freust, deine Aufgabe besteht darin, im Schutze der Dunkelheit in das Lager einzudringen und den Gefangenen zu befreien. Du darfst nicht gesehen werden. Wenn du entdeckt wirst, bist du auf dich alleine gestellt. Kalias ist ein guter Soldat, aber er ist eigentlich schon länger in Gefangenschaft der Ungebrochenen, als man es aushalten kann. Man könnte in ihm einfach nur ein Steinschild sehen, aber die Leben seiner Truppe sind echt heilig.